Alles klar. Ja, sagst du Bescheid. Alles klar, ja, willkommen im Plan und ja, würde ich sagen, bis später auf jeden Fall. Okay, bis dann. Jo, danke dir, ciao. So, Leute, also, wir brauchen dringend noch Mitspieler, ja, also wer noch einen Clan sucht, beziehungsweise einen Clan hat, wo sowieso nicht viel abgeht, sollte sich dringend mal bewerben. Und hier reinkommen. Ja. Der fährt einfach mit seinem TD irgendwo mitten auf die Karte, wo der gespottet wird und weggeschossen wird. Ah, ich glaube, ich fahre mal zurück. Wir haben jetzt genug Leute hier. Das müssten die auch ohne mich hinkriegen. Ich fahre mal da den EN100 aufhalten. Unser TVP hat es geschafft, sich wegzuwasten. Leute, tut mir einen Gefallen und checkt auch mal die Links in der Videobeschreibung. Und wenn ihr mir helfen wollt, dann sagt Freunden und Verwandten und Bekannten Bescheid, dass sie mal sowohl meinen Kraftsportkanal als auch meinen Let's Play-Kanal hier besuchen sollen. Ihr habt ja soziale Netzwerke, Facebook, Instagram, Twitter, wie auch immer, Snapchat, ne? Sagt mal ein paar Leuten Bescheid, damit wir hier endlich mal ein bisschen mehr Leute werden, damit hier mal ein bisschen die Post abgeht. Es ist einfach verkehrte Welt. Guck mal, links müssten die jetzt eigentlich mal die Leute wegpushen, ja? Linke Seite. Stattdessen pushen die überall, nur nicht da, wo sie hin müssen. In der Mitte haben die sich tot gepusht, rechts haben die sich tot gepusht. Nur da links, wo sie hätten pushen müssen, da haben sie halt das sein lassen, ne? So einfach geht das. Junge, fahr doch mal zurück. Och Gott, Alter, der 277er ist auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja, wow, jetzt hast du einmal geschossen. Ja, geiler Typ, oder? Geiler Typ, vorgefahren, ein einziges Mal geschossen und danach rausgenommen worden. So spielt man World of Tanks nicht. So spielt man definitiv kein World of Tanks. Links wird sich tot gekämpft, rechts wird sich tot gepusht. Exakt umgekehrt müsste es sein. Hier rechts ein bisschen passiver. Hier rechts ein bisschen passiver, links ein bisschen aktiver. Unser 268-4, ich weiß nicht, was der da veranstaltet.
Ja, unser 268-4 hat es auch geschafft, wegzusterben. Der hat da auf der Position nichts zu suchen gehabt. Ein Panzer ohne Turm, ja, der fährt nicht mitten auf die Karte drauf, wenn der Gegner noch so viele Panzer hat. Oh, jetzt pusht sich der Gegner ein bisschen tot auf uns. Ein Blindshot kann ich ja machen. Der Leopard 1 von denen, ne, der ist schon seit einer Stunde da in der Mitte auf der Karte. Irgendwie will keiner auf den schießen, habe ich das Gefühl. Junge, geh den Leopard rausholen, Mann. Unglaublich, Alter. Unglaublich, Junge. Mann, geh doch mal den Leopard rausholen, du Vogel. Oh mein Gott, wie die das nicht hinkriegen da hinten, ne? Wie die das einfach nicht hinkriegen da hinten, ne? Wie die zu blöd zum Scheißen sind da hinten, ne? Der Leopard 1, ne, der ist seit ungefähr einer Stunde da in der Mitte schon tausendmal gespottet gewesen und der lebt halt immer noch. Ja,
genau, der GWE 100, der drückt mir halt eine 5-Millionen-Schelle, weißt du? Der Leopard lebt immer noch, Alter. Ich glaube, ich spinne, Junge. Hallo, Objekt 430, da, hallo. Nö, nee, keine Chance. Keine Chance, Junge, keine Chance. Der 430 von uns ist halt zu dumm zum Scheißen, Alter. Pass auf, der Leopard 1 geht jetzt bei uns Captain gleich, ne? Dann lache ich mich einfach noch kaputt. Ati, hallo. Ah, da schießt die Ati halt lieber auf den WT, auf PZ, anstatt auf den Leopard, ne? Lach ich mich kaputt, Junge. Guck mal, der da hinten ist sogar noch Full AP, aber der fährt nicht. Hier dieser Trottel, der ist Full AP, ja, aber der fährt halt nicht. Geilster Typ ever, Alter, ich schwör's dir. Junge, fahrt doch mal, ihr zwei Dorftrottel, Alter. Was seid ihr für Dorftrottel, ohne Witz? Wie kann man so nutzlos sein, ey? Unglaublich. Der eine stand da hinten Full AP, ey. Geilster Typ ever. Stell dich jetzt genau vor meine Kanone, ey. Habt ihr das gesehen, Alter? Habt ihr das gesehen, Junge? Geht der Schuss einfach daneben. Unglaublich, Alter. Unglaublich. Junge, 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 Junge. Ey, was ein Trottelteam, Alter, schon wieder. Was ein Trottelteam, ey. Unglaublich. Unglaublich. Tja. Hier, der war der geilste, ey. An der Front sinnlos gestorben. Einmal geschossen und weg war der. Was der mit seinem FV an der Front gesucht hat, weiß ich auch nicht, Alter. GWE 100. Ja, Leute, wir brauchen dringend noch Mitspieler, also, ne? Bewegt eure Ärsche hier rein. Bitte aber keine Heulsusen, die nach einer Woche wieder rausgehen, weil das und das passt mir nicht. Wie so kleine Mädchen, Alter. Ich brauche hier richtige Männer. Ich hatte hier richtige Loser die letzten Wochen und Monate. Wirklich absolute Loser. Die kommen hier rein, da sagst du denen einmal, was zu tun ist. So lass ich nicht mit mir reden, Alter. Wie die das alles persönlich nehmen, wenn du denen mal irgendeinen Befehl gibst, wo die hinfahren sollen. Aber ich will so fahren, wie ich will, denk ich mir, Junge, du bist in einem Clan drin. Ja, hier sind dann am Ende 100 Leute und wenn jeder macht, was er Bock hat, dann brauchst du nicht in den Clan gehen. Wenn wir Zug fahren, zu dritt, und ich sag, du fährst jetzt links, der fährt rechts und so, und dann fängt da irgendeiner an, sich persönlich, warum müssen wir machen, was du sagst, denk ich mir, hä? In jedem Clan musst du eigentlich das tun, was ein Kommandant sagt. Ich wüsste nicht, dass es woanders anders wäre. Ich finde das so geil, ey.
Oh, was ich für Heulsusen schon hier drin hatte. Unglaublich. Oh, der geht jetzt, pass auf, der geht jetzt auf irgendeine so epische Bot-Position, wo der überhaupt nicht wirken kann. Und da, pass auf, der ist gleich einer der ersten, der wegsterben wird ohne Damage. Meine Voraussage. Weil so ein butterweicher FV, guck mal, der Gegner hat drei Arten, was will der denn jetzt mit seinem Jagdpanzer? LOL. Junge, allein schon, wenn ich sehe, wie dieser FV da jetzt am Wegsterben ist gleich und was der Jagdpanzer veranstaltet, das Spiel geht verloren, ey. Kann ich jetzt schon sagen. Allein schon, wie die da am Fahren sind, Alter. Was für Dorfverdummung. Was ist denn deine Mission eigentlich? Leute blockieren oder was? Oh, das war's mit dem Scout übrigens. Unser dämlicher FV, Alter, der hat so eine dreckige Drecksposition, ne? Jawohl, E50M. Oh, die Artis haben überhaupt keinen Bock auf den Super Conqueror zu schießen, ne? Lassen die den halt machen, wie der Bock hat. Und der 60 DP kommt jetzt erst hier an, ey. Was ein Noob, Alter. Was ist denn mit unserem Scout? Hat er überhaupt keinen Bock zu scouten, oder was? Ah, ich fahr mal wieder Basehead. Scout, du kannst auch mal scouten. Hallo. Ja, geil, Junge. Unser Scout ist komplett AFK-Bot in der Mitte von der Map. Oh, der Type 5 vom Gegner macht aus Frust Teamkills, ne? So wie das halt immer ist. Junge, wir müssen tief haben, müssen nach rechts. Ich hab keinen Bock von der Mitte vom FV zu passieren. Jo, wie sieht's aus? Holt doch mal da die Arti raus. Dann haben wir hier Ruhe und können arbeiten.
Joa. Gegnerischen TDs sind immer noch am Leben, ey. Was geht denn hier ab? Ah, die Optik sieht schon geil aus, Alter. Kann man nichts sagen. Noch eine dritte Runde, ja, ne? Diese Blaupausen, Alter, ich habe auch noch nicht so, immer noch nicht so ganz mitgekriegt, was das soll. Das war jetzt auch nicht die geilste Runde, um ehrlich zu sein. Na komm, 60 TP. Habe ich hier irgendeinen Zugpartner? Warum auch nicht? Leute, ich brauche dringend Leute in meinen Clan drin, also. Ja, ich spiele das Spiel auch seit über 7 Jahren, Alter. Was denkt ihr denn, Alter? Was ist denn los, Junge? Ich habe das Spiel gesuchtet, Alter. 7 Jahre lang, Alter. Komm schon, Gefechte zusammen. So ist es nicht, ne? Oh, da hätte er ruhig mal seinen Panzer mal anmalen können nochmal. Das kann doch nicht wahr sein hier. Oh, wie geil meiner aussieht. Einfach nur sensationell. Oh, geil, da drüben ist gar kein Def oder was? Der soll mal hier stehen bleiben, damit wir Kreuzfeuer haben. Weil wenn wir beide auf einem Fleck stehen, dann haben wir kein Kreuzfeuer. So kann der Gegner sich nicht safe stellen. Das heißt, egal in welche Richtung die gucken, die kassieren halt, ne? Die Arten soll mal hier hinschießen gleich. Weil ich bin der Einzige, der hier unterwegs ist. Ja, direkt mal eine 800er Kelle. Ist doch mal schon mal saftig. Jetzt kann man nichts sagen. Ach, der 60 DP ist ein Deutscher. Der hat mich jetzt gerade verteidigt.
Ja, jetzt bräuchte ich mal ein bisschen Hilfe hier, wa? Ja. Ich bräuchte mal Hilfe, meine Damen und Herren. Oh, null Hilfe, ne? Geil. Ja, ich verteidige, also unser E100 hat mich als Bot beleidigt, ja? Ich verteidige als Bot alleine eine komplette Flanke. Wie geil ist das denn, oder? Ja, das muss auch erstmal schaffen, ne? Ey, kann mir jemand mal verraten, wo dieser Schuss hingegangen ist? Kann mir jemand verraten, wo mein Schuss gerade hingegangen ist? So, wollen wir mal dem E100 erstmal einen Spam-Report reindrücken? Oh, dann wollen wir doch mal den E100 auf die Ignorieren-Liste setzen. Ah, ich hab Dauerfeuer von den zwei Arten. Das ist schon genial, Alter. Kann man nichts sagen. Habt ihr das gesehen? Ich war der Einzige, der auf der Flanke unterwegs war, ja? Wäre ich nicht gewesen, wäre die komplette Flanke gefallen. Klar habe ich da Kreuzfeuer bekommen von der Seite, von den anderen, ne? Will ich nicht leugnen. Nichtsdestotrotz, ne? Die Position, die ich hatte, war gut, weil als die auf mich gepusht sind von hier, konnten die von dort quer reinschießen. Ja, und das ist das, was ich mit Kreuzfeuer meinte. Und da ist kein Panzer gegen gewappnet. Wenn du versuchst da zu pushen, während Kreuzfeuer ist, dann verlierst du HP ohne Ende. Oh, jetzt klingelt mein Handy. Gib mal Ruhe hier. So, wollen wir uns mal um die Artis kümmern, die mich die ganze Zeit gefokusfeuert haben. Ja, diese elendigen Artis. Ich würde sagen, die haben es verdient von mir, persönlich weggeschlachtet zu werden, oder? Dafür laden wir auch direkt mal AP. Tjo. Ja, das ist doch mal was. Da kannst du doch nichts sagen immer. Drei Runden gewonnen, ich glaub's nicht. Unfassbar. Und das an einem Samstag. Und? Wie das so ist, ne? Guck mal hier.
So, alles klar. Ja, dann bewirbt euch für den Clan. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.